Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder an der Zeit, euch auf den aktuellen Stand mit unserem Golf 3 Projekt zu bringen. Das Auto gehört ja eigentlich ihm hier. Mahlzeit. Meinem kleinen Bruder Jonathan. Das habe ich aber schon im letzten Video mal erzählt. Ist schon ein bisschen her. Und mittlerweile fährt das Auto. Wir sind schon recht weit. Ich verrate jetzt nichts, was ihr bei Grip noch nicht gesehen habt. Ihr wisst ja, wir bauen das Auto, wir bauen das so, wie wir wollen. René filmt das Ganze und dann schneidet RTL 2 da immer diese coolen Folgen auf deren YouTube-Channel zusammen. Ja, erste Probefahrt ist online. Jetzt geht's dort als nächstes weiter mit einer coolen Abstimmung. Ich denke, das wird in der nächsten Woche passieren. Das heißt, in ein, zwei Wochen bekommt ihr dann irgendwann die nächste Folge. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was so passiert beim Abstimmen. Nochmal für die Technikfreaks unter uns, VR6 Turbo, Serienkolben, nur kürzere Pleuel drin und das Ganze wird auf Sprit abgestimmt. Kein Ethanol oder ähnliches, wirklich normaler Sprit. Ziel waren eigentlich 500 PS. Ich denke, das sollten wir auf locker schaffen und da müsste eigentlich auch noch ein bisschen da ist noch Reserve noch oben. Ein bisschen was gehen. Für alle, die in der Zwischenzeit in unseren Ladenverkauf in Langenhagen kommen, ihr könnt direkt hier auf dem Tisch vor mir meinen gebuchsten Block beobachten bzw. begutachten. Der bleibt jetzt erstmal ein bisschen hier stehen, bis wir damit weitermachen. Also spätestens nächsten Freitag, wenn wir wieder lange aufhaben, guckt euch den Block an, guckt euch an, was schiefgegangen ist. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mich jederzeit ansprechen und sagen, was schiefgegangen ist. Vielleicht weiß ja einer mehr als Björn und ich. Noch sind die Buchsen da drin, weil wir müssen erstmal ein Werkzeug bauen, um die wieder rauszukriegen. Kurz dazu, warum wir sie nicht rauskriegen. Die Buchse hat unten keinen Kragen mehr, das heißt, man kann nirgendwo ansetzen, um sie wieder rauszuziehen, weil sie sind ja leider noch fest da drin. Ja, Golf 3. Frontantrieb. Bisher macht das Auto richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Traktionsmäßig sind ein paar Torios drauf. Die funktionieren ganz gut. Traktion ist für Frontantrieb also erstaunlich, brutal. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also das macht richtig Spaß, da geht was. Ist ja auch so unser erstes Frontantriebprojekt mit ein bisschen Leistung, abgesehen von Marius Golf. Aber ist auf jeden Fall geil geworden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus. Ich zeige euch ein paar Sachen am Auto und dann geht's weiter. Hast du dein Bügel schon wieder drin, René? Ja, ich habe den nur rausgenommen zum Saugen. Zum Saugen? Ja, damit ich aussaugen kann, die Rückbank. Ja. Manche nehmen zum Saugen die Fußmatten raus, andere den Bügel, ne? Ja, das ist ja nur über Isofix. Ja, da fällt mir ein, das machen wir mal. Pass auf. Kurze Erläuterung zum Bügel. Eigentlich sollte es zu dem ganzen Auto schon ein paar Videos geben. Haben wir bisher nicht geschafft. Kommt noch. Aber Bügel, eine coole Sache, weil ist, glaube ich, das erste Teil bei uns auf dem Channel jetzt gerade mit TÜV. Stimmt, ja. Normalerweise bei uns immer alles illegal ohne TÜV, only for race. Der Bügel hat tatsächlich TÜV. Kurz dazu, Firma Isofix, der Sascha, der baut diese Bügel. Die haben eigentlich, was ist das, eine Schlosserei, Metallbaufirma? Ne? Ich glaube Metallbau, ja. So, und sein Sohn kam dann auf die Idee, man könnte ja mal ein Bügel bauen, wo aber an dem Auto nichts verändert werden muss. Das heißt, der schnappt in diese Isofix-Haken an der Rücksitzbank ein und kann innerhalb kürzester Zeit ein- und ausgebaut werden. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, mal ein Video gemacht, wie schnell? Unter einer Minute hat er es geschafft. Unter einer Minute? Unter einer Minute. Okay, krass. Genau das gucken wir uns jetzt mal an. Ich nehme mal die Kamera, du baust ihn aus. Okay. Wenn du zum Saugen rausnimmst, kannst du ihn jetzt ja auch mal auf die Schnelle rausnehmen. Gucken wir, ob ich das überhaupt hinkriege. Klar. Muss ich hier irgendwas machen oder einfach nur draufhalten? Ja, das ist schlecht zu erklären. Okay. Wenn du mich siehst, machst du alles nicht. Willst du hier mal herkommen? Woher weiß ich, ob das gerade so mit Belichtung so passt? Wenn du mich siehst, passt es. Ja. Siehst du mich? Ja, sehe dich. Wenn nicht, musst du an diesem Rad hier drehen. Okay, ich drehe nicht dran. Okay. Du hast Kika, also das Ganze ist über Isofix befestigt, über die Kindersitzhalterung. Mhm. Hier. Das heißt, der wird einfach nur reingeklickt? Der wird einfach nur reingeklickt, genau. Und steht dann hier auf dem Boden. So. Ist eigentlich auch nur Show and Shine, sage ich mal, ne? Weil er halt nicht verschraubt ist. Dann hast du dir hier so Splinte? So Splinte, die extra gesichert sind.
Zack, und dann einfach nur. Vor allem standesgemäß in Alus Orange. Selbstverständlich. Ja, wir wollten ja eigentlich noch ein paar weitere Sachen an dem Auto hier verändern. Ein paar schöne Felgen von Mutlu hast du ja schon bekommen. Ja. Aber was kommt noch? Schon mal das Kreuz draußen. Und das hier unten. Einmal noch so einen Fuß. Ja, krass. Und ja. ISO fix geht fix. Was gibt es dazu? Das ist richtig ein Gutachten, ne? Ja. Musst du nicht eintragen lassen, weil es halt als Ladungssicherung gilt. Als Ladung gilt. Mhm. Und es ist gesichert über ISOFIX. Brauchst nicht eintragen, hast du so eine ABE einfach nur dazu, ne? Was ich halt extrem cool daran finde, ist, die Jungs haben sich was überlegt. An diesem ganzen System ist nichts geschweißt, das ist komplett nur gesteckt und besteht aus gebogenen Rohren. Das heißt, die biegen wirklich diesen Hauptrahmen und der Rest wird komplett geschraubt und geklickt. Ja, sehr cool. Ich glaube, die sind auch recht beliebt in der Golfszene, ne? Ja. Gibt's viele von, ne? Gibt's viele. Ist auch dafür, für das, was es ist, gar nicht mal so teuer, finde ich. Es ist halt schnell einen ausgebaut, du brauchst nichts eintragen, gar nichts. Bitte entschuldigt, leichte Verwackler, Unschärfe oder ähnliches. Davon war eigentlich René. Ja, cool. Finde ich tatsächlich, wirklich mal hat sich mal jemand Gedanken gemacht, ne? Ist mal was Frisches, ist Neues, ein so, ne? Sehr einfaches System. Weil ich persönlich würde mir zum Beispiel niemals bei einem Auto einen Bügel einbauen, weil ich immer Respekt davor habe, einfach hammerhart durch die Karosse zu schrauben, ne? Und ja. Also jetzt, ich sag jetzt mal als Beispiel bei dem Kombi oder wie auch immer bei dem Golf, würde ich nicht machen, auch wenn es bei manchen Autos vielleicht sinnvoll wäre. Da ist das aber definitiv eine spannende Sache. Für mich kam nur das System in Frage, weil wenn ich mal mit meiner Kleinen unterwegs bin, also mit meiner Tochter, dann kann ich das Ding einfach kurz rausbauen, ja, Kindersitz rein, ja, fertig. Ja, ne? So, ja, weiter geht's mit unserem Wolf. Oh, da ist er. So, Motorraum. Hat sich prinzipiell nichts verändert seit dem letzten Mal. Technik funktioniert geil. Kühlerpaket, absoluter Volltraum. Mal kurz warten hier. Sag mal, beim einen oder anderen Test haben wir ja auch im Stau gestanden, sogar knapp anderthalb Stunden. Mhm. Und selbst da ist nichts hochgekocht. Das funktioniert mit dem Schwaut, ist quasi Luft einmal durchsaugt, wirklich so gut, dass das Wasser oder beziehungsweise die Wassertemperatur so weit runter geht, dass wir auf der Anzeige schon wieder sehen, dass der Öldruck sogar hoch geht. Mhm. Das Coole ist halt, wir wollten bei diesem Auto, hatten wir ja das Ziel, wir wollen unbedingt so den maximalen Sleeper bauen. Deswegen ist das Auto jetzt auch nicht besonders flach, hat diese ganz normalen, dezenten Felgen drauf, dicke Reifen drauf. Und wir wollten halt auch die Front nicht zerschneiden für einen Ladeluftkühler. So, wenn man jetzt von hier so guckt, gerade wenn das Auto so ein bisschen die Sonne drauf scheint, wer es nicht weiß, erkennt dort wirklich keinen Ladeluftkühler. Ne? Das Ding sieht halt wirklich so natürlich jetzt strömungstechnisch nicht optimal, aber für als die Schürze zu schneiden. Für Race-Anwendungen könnte man jetzt noch die Stoßstange. Kommen wir am Flughafen. für Race-Anwendungen könnte man jetzt natürlich noch anfangen, die Stoßstange aufzuschneiden. Brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht. Weil jetzt kommt nämlich die interessante Sache, wo wir am meisten drauf eingehen wollen. Wir haben hier ein komplettes Display von Kencheck eingebaut in die Luftdüse. Das zeige ich euch gleich. Dafür haben wir haufenweise Sensoren nachgerüstet. Wir haben noch eine extra Lambda-Sonde. Wir haben Abgastemperatur, wir haben Ansaugtemperatur, wir messen hier vor und hinter dem
Ladeluftkühler, einmal die Ansauglufttemperatur, weil wir haben in diesem Fahrzeug von uns so ein Performance-Line-Netz eingebaut, beziehungsweise wir haben uns komplett selber den Kühler ja gebaut. Da gibt es auch eine coole Grip-Folge zu, auf jeden Fall angucken. Ich blende sie hier nochmal ein. Das ist wirklich ein geiles Kühlerpaket vorne geworden. Ich nenne es jetzt mal mittlerweile Kühlerpaket, weil es ist ein anderer Wasserkühler, es ist ein anderer Lüfter, es ist dieses, was Joni gerade erklärt hat, der Shroud, der Ölkühler und der Ladeluftkühler. Funktioniert wirklich richtig gut. Zeige ich euch auf dem Display gleich. Ja, sonst Technik, wir waren ja schon im Wörthersee mit dem Auto. Irgendwas Probleme gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, Hinfahrt, 1,5 Stunden Stau gestanden, kein Problem. Ich dachte schon, also ich habe schon immer Wasser und Öl geguckt, aber absolut keine Probleme gehabt. Mhm. Auch am See problemlos. Ich glaube, wie viel waren es jetzt insgesamt? 2.500 Kilometer, ja, mit An- und Abreisen. Hammer hat 1000 Kilometer auf Achse mit dem Golf dahin. Ja, vorher vielleicht 50 Kilometer gefahren oder so. Und ja, direkt. Ich glaub, 37 oder so war es. Ja, direkt Probefahrt und puff, gleich auf Autobahn. Nee, das funktioniert alles schon cool. Kann man nicht anders sagen. Ja, so, die Technik ist soweit, dass es theoretisch losgehen könnte mit Abstimmen. Sensoren sind alle bei. Wir können gucken, was der Ladeluftkühler kann. Wir haben Temperaturen im Blick und so weiter. Das Ganze machen wir. Ich glaube mal, René, du kannst mal von der anderen Seite filmen. So, erstmal seht ihr, hier hinter ist ein Schaltblitz, der da so ein bisschen blinkt. Und hier seht ihr unser Kenncheck-Display mit jede Menge Werten. Nur mal ganz kurz, bevor wir das Video wieder unnötig in die Länge ziehen. Ich bin da sehr eng mit dem Hendrik von Kenncheck in Kontakt. Der bastelt uns gerade da so das, ich sag jetzt mal, das perfekte Display. Das Besondere zur Sekunde ist, ihr seht hier schon Sachen wie Gang, Drehzahl, Taktung, Ladedruck und so weiter, weil wir werden nämlich, das seht ihr nämlich beim nächsten Mal beim Abstimmen, unseren Ladedruck über dieses Display regeln. Das heißt, wir können in diesem Display über verschiedene Tasten eine Kennlinie für den Ladedruck vorgeben. Das heißt, wir können hier Boost Control, klickt der jetzt mal schnell durch, Dynamic Duty Cycle, das heißt, wir können über Drehzahl ihm die Taktung vorgeben, wie unser Ladedruckregelventil das Wastegate antaktet und so den Ladedruck regelt. Das könnten wir jetzt hier verstellen. Es gibt verschiedene Settings und so weiter. Die Steigerung davon ist, Hendrik versucht gerade in dieses Display noch ein sogenanntes Boost by Gear zu implementieren. Das heißt, wir können in jedem Gang einen anderen Ladedruck fahren und können so genau an der Traktionsgrenze von unserem Auto fahren. Das heißt, erste Gang gar kein Ladedruck, Minimumleistung 0,5, 0,6 bar und dann jeden Gang genau so weit steigern, dass das Auto gerade so an der Grenze fährt. 89er Auspuffanlage von Benny drunter. Klingt sportlich, sage ich mal. Klingt sportlich. War auch für die Strecke zum Wörthersee, ich sage, also du bist ja Menge vorweggefahren, war halt dann genauso die Frequenz 120 km/h, 3000 Umdrehungen. Ja, muss man jetzt nicht 1000 Kilometer haben, aber lässt sich aushalten. Ist schon gut dröhnig, ne? Klingt aber unter Last auf jeden Fall geil. Das stimmt. Richtig schön fauchig und schreiend. Also. Gibt es auch ein cooles Video zu? Blenden wir jetzt hier ein. Ich mache das jetzt mal alles so stückchenweise nach und nach, weil ich merke einfach bis heute, dass nicht alle Leute, die unsere Videos schauen, auch die Videos bei Grip schauen. Das finde ich einfach schade, weil die Videos nun mal auch mit viel Aufwand produziert werden. Und deswegen kriegt ihr jetzt nochmal die Chance, dass euch einer darauf hinweist und dort auch die ganzen Videos schauen könnt. Ja, so mehr können wir jetzt gerade noch nicht sagen. Wir sind aber auf dem Stand, Auto läuft, Auto ist eingefahren, Auto ist getestet. Jetzt muss das Ganze abgestimmt werden. Das machen wir zusammen mit Sascha, kennt ihr ja schon, Qntech, auf dem Prüfstand. Weil auf der Straße mit Frontantrieb braucht man kein Auto abstimmen. Und da gibt es natürlich auch wieder ein Video von. Und dann muss ich das Auto natürlich noch beweisen. Das heißt, wir werden auch mit diesem Auto natürlich die halbe Meile fahren und gucken einfach mal, wie das Auto da so abliefert. Ja, so viel zum Thema Wolf im Schafspelz. Pelz. Irgendwie habe ich es heute mit der Aussprache. Ein bisschen heiß. Liegt an dem Wetter, ja. Wolf im Schafspelz. Ich weiß allerdings auch beim Grip-Dreh, ich glaube, ich habe teilweise es 10-mal gesagt, weil irgendwie war das immer ein bisschen schwieriger. Ja, so viel zum Thema Golf 3.
mal ganz was anderes. Absoluter Sleeper, kommt so ein bisschen in die Richtung wie meine Limo. Ich finde es auf jeden Fall jetzt geil geworden. Mega, ja. Also irgendwie wirkt auch diese Farbkombination grün mit diesem beigen Innenraum. Jetzt kommt auch dazu, es ist tatsächlich das Auto von meiner Oma. Erste Hand aus Familienbesitz. Macht es halt irgendwie auch nochmal cooler. Und ja, ich wollte euch einfach nur nochmal auf den aktuellen Stand bringen, weil ganz viele Leute fragen immer und fragen und fragen, weil wir haben halt bei den Grip-Folgen nicht die Möglichkeit, so weit ins Detail zu gehen. Deswegen wollte ich euch nochmal nur so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Das reicht jetzt aber auch. Wenn die Grip-Folgen aber vorbei sind, werden wir nochmal auf alles detailliert eingehen auf dem Kanal hier. Ja, genau. Also wenn ihr irgendwelche Fragen sind oder wenn euch irgendwas explizit interessiert, ballert es einfach in die Kommentare, wie immer. Dann können wir gerne zu einzelnen Sachen noch was machen. Das Display wollte ich euch einfach nur vorab schon mal vorstellen, weil wir werden dort in der nächsten Grip-Folge auch drauf eingehen. Allerdings auch dort wieder nicht so intensiv, wie ich es gerne würde. Deswegen jetzt schon mal vorab. Kenncheckt, Boost bei Gear, merkt es euch. Und wir sehen uns in wenigen Wochen beim Abstimmen. Ciao. Tschüss. Ciao.